Italien wurde ich wirklich gefühlt 20.000 Mal am Tag gefragt, ob der Liam denn schon zusätzlich was zu essen bekommt. Die italienischen Omas ganz verwundert, dass der Liam noch keine Pasta isst. Da wirklich die Meinung jeder Mama respektieren und akzeptieren. An alle Mamas da draußen, die sich unsicher sind. Der Postbote war da. Ich habe dem Lessandro einen Neoprenanzug gekauft. Also hier seht ihr jetzt zwei. Wir haben verschiedene Größen genommen. Der Lessandro und der Gianluca, die springen ja so gerne von den hohen Springtürmen. Und da ist es dann immer ideal, wenn man so einen Neoprenanzug hat, auch an kalten Tagen, dass man da nicht friert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er aussieht. Vor allen Dingen, welcher jetzt passt, also welche Größe. Zeig mal. Okay. Gut. Schön sieht er schon mal aus. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Größe hast du denn da? Das ist jetzt 12 und das haben wir noch mal größer genommen, glaube ich, ne? Kleiner. Okay, also gut. Dann schauen wir jetzt mal, welcher passt. Der Liam schaut gerade ganz fasziniert seinem Bruder zu. Ja, also wir werden jetzt die große Größe behalten. Der ist jetzt für 12 Jahre. 80 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Und die Jungs werden mit Sicherheit ganz viel Spaß im Schwimmbad haben. Hier ist übrigens auch unser neuer Staubsaugroboter angekommen. Den kann ich euch dann auch noch zeigen, beziehungsweise da hinten ist auch noch ein großes Paketchen angekommen. Wollte ich euch auch noch zeigen. Und ja, jetzt machen wir uns aber erstmal ready. Beziehungsweise ich räume hier alles auf und der Lissandro macht sich fertig fürs Schwimmbad. So, das muss ich jetzt alles zurecht machen und dann geht's wieder ab zur Post. Der Lissandro, der schaut gerade mal, wie das funktioniert mit der Rücksendung. Da brauchen wir nämlich jetzt ein Etikett. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um dieses Paketchen hier, das mache ich zurecht. Ich hatte nämlich auf Instagram eine Blitzverlosung und es passt ganz gut, dass ich zur Post muss für Lissandros Sachen. Dann nehme ich das auch direkt mit. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Und jetzt nochmal ein ordentliches Guten Morgen von meiner Seite. Sorry wegen meiner Stimme, ich glaube, da bahnt sich eine Erkältung an. Ich habe jetzt die beiden Pakete soweit fertig gemacht für die Post. Hier steht auch noch ein großes Paket. Das ist ein Gewinnerpaket und da drüben in diesem großen Karton sind noch wunderschöne Sachen, die ich euch, glaube ich, jetzt zuerst zeigen werde. Ich wollte mir nämlich eigentlich gleich noch die Haare gemeinsam mit euch glätten. Und da würde ich euch ein bisschen was zur Beikost erzählen. Da kommt gerade die Bella angetippelt. Da müsste sie gleich kommen. Jawohl, da ist sie. Genau, zum Thema Beikost wollte ich euch ein bisschen was erzählen, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Sachen, die im Karton sind. Die sind echt richtig krass schön, auch was für Italien mit dabei und genau. Und dann mache ich mir meine Haare im Anschluss gemeinsam mit euch. Also dann zeige ich euch jetzt meine neuen Schätzchen. Die waren übrigens alle hier in diesen Staubbeuteln. Ich habe die Nummer raus, weil ich sie mir natürlich schon mal anschauen wollte. Und zwar wollte ich diese Tasche hier, die finde ich sowas von mega schön, fürs Büro. Da werde ich dann meinen Laptop reinpacken und auf die Arbeit fahren, weil mich meine Laptoptasche tierisch nervt. Und die fand ich irgendwie richtig, richtig schön. Natürlich jetzt nicht nur für den Laptop, sondern so als Tasche eben auch. Richtig toll, die Verarbeitung ist wirklich grandios, unglaublich. Schaut euch mal bitte die Qualität an. Also ich bin echt schwer begeistert. Das Rot hier innen, das gefällt mir besonders gut. Und dann war eben noch separat dieser Tragegurt hier mit dabei. Und ansonsten ist diese hier für meine Mama. Das, ja, da hoffe ich, dass sie sich drüber freut. Ich wollte ihr eine kleine Freude machen. Und ja, die ist halt klein, weil meine Mama ja auch klein ist. Und da macht es jetzt wenig Sinn, eine Riesentasche zu kaufen. Und ansonsten noch diese hier, die fand ich jetzt für den Herbst besonders schön. Die sieht so aus. Und dann nochmal in diesem Format eben auch in klein, damit die dann eben auch für die Mama passt. Ja, so sieht die jetzt aus. Und wie gesagt, die Verarbeitung, die ist echt der absolute Wahnsinn. Schaut mal, hier habt ihr dann nochmal ein extra Gurt mit dabei. Dann könntet ihr das quasi noch ja, auf Crossbody tragen. So, richtig, richtig schön. Hier noch eine separate Tasche. Also ich kann euch das ja auf Instagram alles noch mal ein bisschen detaillierter zeigen. So sieht das jetzt aus. Genau, also mit ganz vielen Fächern. So, und bei der hier kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ja. Genau, da ist eben auch noch mal ein Tragegurt mit dabei. So sieht das jetzt aus. So, und dann habt ihr da auch wieder ganz viele verschiedene Fächer und Möglichkeiten. Warte, ich hole das mal raus. So, genau, da habt ihr dann eben zwei noch so kleine Fächer. Ja, und hier drüben habt ihr nochmal ein Fach mit einem Reißverschluss. Die wollte ich euch jetzt aber nochmal ein bisschen genauer zeigen.
weil das so mein Favorit ist. Wartet mal, ich mache das mal auf. Ich habe jetzt mal das ganze Papier raus. Schaut mal bitte, wie viele Fächer da drin sind. Mega, mega gut. Also ideal, ne? Wir Frauen, wir brauchen ja immer viel Platz in unseren Handtaschen, wollen aber nicht so mega klobige Teile mitschleppen. Und hier gibt es übrigens auch nochmal einen schwarzen Tragegurt. Also schlicht eben hier dazu passend oder ein bisschen auffälliger. Finde ich aber auch richtig, richtig gut. Mir hat übrigens auch noch ein Rucksack ultra gut gefallen. Jetzt gerade als Mama unterwegs mit Baby. Und der ist aber erst im August wieder verfügbar. Kann ich euch dann eben auch zeigen, wenn er ankommt. Aber jetzt wollte ich euch eben schon mal diese Taschen hier zeigen. Wie gesagt, diese beiden hier sind für die Mama. Und die ist für mich. Und die eben eigentlich hauptsächlich fürs Büro. Aber wenn ich mir die so anschaue, ja, wird die mit Sicherheit auch täglich so noch verwendet. Richtig, richtig schön. Und wie gesagt, die Staubbeutel waren bei jeder Tasche mit dabei. So, da bin ich wieder. Also ich hoffe, dass meiner Mama die eine Tasche gefällt, aber ich gehe schwer davon aus, weil ja, das so der Geschmack meiner Mama ist. Falls euch irgendeine Tasche gut gefallen hat, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich verlinke euch mal den Shop, also Princely London. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Und jetzt glätte ich mir, wie gesagt, noch kurz die Haare und erzähle euch ein bisschen was zum Thema Beikost. Also in Italien wurde ich wirklich gefühlt 20.000 Mal am Tag gefragt, ob der Liam denn schon zusätzlich was zu essen bekommt. Weil immer, wenn ich ihn quasi auf den Arm von jemandem gegeben habe, dann der Satz kam so von wegen, wow, und der ist ja total groß und schwer und er hat so große Füßchen und was ich ihm denn geben würde. Und ja, dann waren sie dann immer ziemlich erstaunt, wenn ich dann eben geantwortet habe, dass ich ihn noch voll stille. Also ich habe das bei all meinen anderen Jungs auch so gemacht, dass ich so lange wie möglich voll gestillt habe. Wenn ich jetzt beim Liam gesehen hätte, dass er nicht satt wird oder dass das einfach nicht gut ist, dann hätte ich es natürlich nicht mehr gemacht. Dann hätte er schon lange was zu essen bekommen, also Beikost. Aber ja, letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, dann ist das auch richtig so. Ich verstehe immer nicht, warum man von anderen da ja immer verurteilt wird oder warum die anderen versuchen, einen da die eigene Meinung aufdrängen zu wollen. Ich mache das genau so, wie ich das denke und wie ich das für richtig halte. Und wenn das der Arzt so absegnet, dann ist das für mich total in Ordnung, weil natürlich die Gesundheit von meinem Kind vorgeht, gar keine Frage. Ich gehe schwer davon aus, dass jede Mama nur das Beste für ihr Kind möchte. Und ja, das wäre so der erste Tipp an alle Mamas, die ihr erstes Baby bekommen haben, beziehungsweise sich, was das Thema betrifft, noch unsicher sind oder im allgemeinen Themen, was Kinder betrifft. Also sprich, ja, die Ernährung, Erziehung, alles Mögliche. Warum versuchen da die anderen einem da reinzuquatschen, wenn man nicht danach gefragt hat? Also wenn man natürlich einen Tipp haben möchte, ist es ja auch total schön, wenn man da mal eine andere Meinung bekommt. Ich fand das auch in Italien sehr interessant, dann zu hören, wie die das da zum Beispiel machen. Ich habe auch immer danach gefragt und habe mich sehr dafür interessiert. Die fangen zum Beispiel in Italien mit Obst an. Also das habe ich hier zum Beispiel noch nie gehört, dass ein Baby zuerst Obst bekommt. Ist aber auch in Ordnung. Ich meine, das Obst in Italien schmeckt natürlich auch wunderbar und durch die Sonne und das reift ja auch ganz anders in Italien. Kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber wie gesagt, bei uns in Deutschland wird ja dann doch eher mit der Karotte begonnen und so habe ich das jetzt auch gemacht. Wir haben am Sonntag damit angefangen, am Sonntag deshalb, weil die Jungs dabei sein wollten. Es war total süß. Alle standen so um ihn herum mit den Kameras bewaffnet und haben alles Mögliche gefilmt und fotografiert. Der Liam war auch echt total süß. Das fand er am Anfang nicht so toll, dann, ne, als er so den Löffel bekommen hat. Aber es ist ja auch verständlich, denn ja, wie gesagt, er hat ja die ganze Zeit nur Muttermilch bekommen und kennt es ja auch nicht. Ne? Das ist ja ein ganz, ganz neuer Geschmack. Und ja, aber wie gesagt, ich fand das total süß. Der Arzt hatte mich übrigens auch schon bei einer U, ich glaube, das war im vierten Monat, gefragt, ja, wie es denn aussieht mit Beikost. Da habe ich mich total verwundert angeschaut. Ich habe mir da noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht gehabt, ja. Er sagt, ja, nee, ist in Ordnung, solange er, ne, gut wächst und solange das alles in Ordnung ist, ist er voll bei mir und er ist in der Kurve, also in seinem U-Heft, immer ganz oben mit dabei. Also ja, die Größe kann er nicht von mir haben. Also er ist wirklich sehr groß. Ja, genau, also so viel zum Thema Beikost. Ich werde es dann jetzt so machen, dass ich ihm dann Kartoffeln noch
gebe in einer Woche. Also ich mache das immer so etappenweise. Erst Karotte, dann Karotte, Kartoffel und dann Kartoffel, Karotte und Fleisch. Ja, und in Italien, das wollte ich euch eben auch noch sagen, das hat mir dann die Comada aufgeschrieben, weil ich ja nicht wusste, wie lange ich in Italien bleibe. Also es war nicht klar, ob ich dort damit anfange oder eben warte. Ich war aber 10 Stunden am Tag in der Klinik, also das wäre irgendwie auch gar nicht machbar gewesen. Deswegen war ich froh, dass ich da noch voll stille. Es ist halt total praktisch, man hat es immer dabei, es hat die richtige Temperatur. Und wie gesagt, der Liam ist immer satt geworden. Aber ich habe mich doch auch dann dafür interessiert. Und zwar ist es in Italien so, wie gesagt, das hat mir die Comada aufgeschrieben. Dann die Saluti alla Comada, falls ihr dieses Video sieht. Und zwar machen die das in Italien so. Die setzen ein Brodo Vegetale, also eine Brühe auf. Und zwar ist da drin eine Karotte, eine Zucchini und eine Kartoffel. Oder eben mehr, je nachdem. Aber die frieren das in Italien eigentlich nicht ein, also das habe ich so jetzt eigentlich noch nicht gehört, aber könnte man natürlich machen. Und ein Blatt Bietola. Bietola ist Mangold. Mangold ist sehr gut bekömmlich für kleine Babys. Und dann machen sie es so, dass sie das dann pürieren und noch ein bisschen Brühe dazu geben, damit es nicht zu dickflüssig ist. Und dann machen sie un filo d'olio drüber, also ein bisschen Olivenöl. Das ist so die Handbewegung, ne? Für un filo d'olio. Typisch italienisch. Und Parmesankäse kommt drauf und dann Pastina. Es gibt eine spezielle Nudelart, die für Babys ist. Die kauft man in der Apotheke und zwar ist die ganz, ganz, ganz klein. So. Und deswegen waren, wie gesagt, die italienischen Omas ganz verwundert, dass der Liam noch keine Pasta isst. Ja, also das kommt dann da eben zusätzlich auch noch mit rein. Das kocht man aber extra und packt es dann so noch mit dazu. Ja, fand ich, wie gesagt, auch sehr interessant. Andere Länder, andere Sitten. Und ich interessiere mich eben auch dafür und verurteile da auch keinen, der es so macht und anders und wie auch immer. Also man sollte da wirklich die Meinung jeder Mama respektieren und akzeptieren und da nicht versuchen, reinreden zu wollen. Also wie gesagt, als Tipp an alle Mamas da draußen, die sich unsicher sind, macht das, was euer Herz sagt, was ihr denkt, was richtig ist für euer Baby. Ihr kennt euer Baby am besten und falls ihr unsicher seid, dann fragt einfach den Arzt. Der wird euch da auch sicher ganz tolle Tipps geben können oder die Hebamme zum Beispiel. Die gibt euch da auch ganz tolle Tipps mit Sicherheit und ja, lasst euch da nicht verunsichern, wirklich. Also das haben die bei mir in Italien auch nicht geschafft, ne? Also ist mein 5. Kind. Also ich bin da immer rigoros gewesen und habe dann gesagt, nee, der bekommt noch kein Essen, der bekommt Muttermilch. Ach so, haben sie gesagt. Ah ja, okay. Ja, es scheint ihm zu bekommen, ja. Genau, okay, also der Max, der spielt gerade mit dem Liam drüben. Ich gehe jetzt mal rüber und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Alle Infos nochmal unten in der Infobox zu allem, was ich euch gezeigt habe. Der Alessandro ist übrigens auch schon eine ganze Weile drüben im Schwimmbad und hat seinen neuen Neoprenanzug, den ich ihm gekauft habe, mit dabei. Ich bin mal gespannt, was er heute Abend erzählt. Er hat sich auf jeden Fall total gefreut, dass das heute mit der Post angekommen ist. Und deshalb habe ich es euch mal gezeigt. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp für euch, für eure Kinder. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt nur das Beste. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.